Im ersten Schritt haben wir gesehen, wie Lichtenergie von Pigmenten absorbiert wird. Im zweiten Schritt erklärte die Lichtreaktion, wie aus der flüchtigen Lichtenergie stabile und für die Pflanze nutzbare chemische Energie wurde, ATP und NADPH. Im dritten und letzten Schritt wird sich alles um den Kohlenstoff drehen. Die Lichtreaktion produziert Sauerstoff, ATP und NADPH. Trotz der vielen Einzelschritte findet man in diesem Schema aber nirgends CO2 oder Glucose. Selbst dann nicht, wenn man ganz genau danach sucht. Der Kohlenstoff spielt in der Lichtreaktion noch keine Rolle. Der große Auftritt des Kohlenstoffs kommt erst jetzt. Wir wollen verstehen, wie die Pflanzen CO2 in Biomasse verwandeln. Die Fixierung oder Assimilation des Kohlenstoffs geschieht im Calvin-Zyklus. Gelegentlich nennt man den Vorgang auch Dunkelreaktion. Das ist etwas unglücklich. Es ist zwar richtig, dass Licht hier keine Rolle spielt, die Dunkelreaktion braucht jedoch ATP und NADPH. Und beides stammt aus der Lichtreaktion. Ohne Licht gibt es also auch keinen Calvin-Zyklus. Der Calvin-Zyklus besteht aus vielen biochemischen Reaktionen. Die wichtigsten werden wir später kennenlernen. Als Einstieg wollen wir uns einen Überblick verschaffen und dafür brauchen wir sie noch nicht. Der Calvin-Zyklus lässt sich in drei verschiedene Abschnitte unterteilen. Sie sind hier blau, grün und violett dargestellt. Im ersten Abschnitt wird CO2 aus der Luft kovalent an ein Akzeptormolekül gebunden. Das Akzeptormolekül heißt Ribulose 1,5-Bisphosphat und ist ein Zuckermolekül, das zwei Phosphatreste besitzt. Der Akzeptor oder Ribulose 1,5-Bisphosphat nimmt also das CO2 aus der Luft in Empfang. Es ist eine Art Gastgebermolekül. Den Vorgang nennt man auch CO2-Fixierung oder Carboxylierung. Beides meint dasselbe. Ein CO2-Molekül wird irgendwo angehängt. Hier an den Akzeptor. Der zuvor fixierte Kohlenstoff befindet sich in einem oxidierten Zustand. Um ihn später für den Aufbau von Biomolekülen verwenden zu können, wird er reduziert. Das ist der zweite grüne Schritt hier. Für die Reduktion des Kohlenstoffs sind Elektronen notwendig. Diese Elektronen kommen vom NADPH und werden auf den Kohlenstoff übertragen. Bei dieser Redoxreaktion gibt NADPH Elektronen ab und wird damit oxidiert. Der Kohlenstoff nimmt die Elektronen auf und wird reduziert. Für diese Redoxreaktion ist zusätzlich Energie erforderlich. Sie stammt vom ATP. Gemeinsam ermöglichen NADPH und ATP die Reduktion des Kohlenstoffs. Dabei werden NADPH und ATP verbraucht. Die Produkte sind NADP+, sowie ADP und Phosphat. Sie gehen zurück in die Lichtreaktion und werden wieder zu NADPH und ATP regeneriert. Nachdem das fixierte CO2 reduziert wurde, liegt der Kohlenstoff
als Glycerinaldehyd 3-Phosphat vor, abgekürzt GAP. Dieses Molekül hat es in sich. Ein gewisser Anteil verlässt den Calvin-Zyklus und bildet die Grundlage, um alle anderen organischen Moleküle einer Pflanze aufzubauen. Die gesamte Biomasse einer Pflanze hat ihren Ursprung in Glycerinaldehyd 3-Phosphat. Durch Umbaureaktionen werden daraus Kohlenhydrate, Aminosäuren, Proteine, Lipide, DNA, RNA, Farbstoffe, Duftstoffe und so weiter. Jedes einzelne Kohlenstoffatom einer Pflanze beginnt als CO2, wird im Calvin-Zyklus in Glycerinaldehyd 3-Phosphat umgewandelt und gelangt über viele weitere Reaktionen in eines der unzähligen Moleküle, welche die Pflanze ausmachen. Glycerinaldehyd 3-Phosphat ist also ein Dreh- und Angelpunkt, durch den der ganze Kohlenstoff hindurch muss. Nicht alles Glycerinaldehyd 3-Phosphat darf den Calvin-Zyklus verlassen. Ein gewisser Teil bleibt drin und bildet die Grundlage, um den Akzeptor regenerieren zu können. Schließlich ist der Calvin-Zyklus ein Kreislauf und es braucht ein neues Akzeptormolekül, um das nächste CO2 in Empfang nehmen zu können. Die Regeneration des Akzeptors kostet Energie in Form von ATP. Auch dieses ATP stammt aus der Lichtreaktion. Ein Teil des Kohlenstoffs verbleibt also im Calvin-Zyklus und hält ihn am Laufen. Gleichzeitig gelangt permanent neuer Kohlenstoff als CO2 in den Calvin-Zyklus hinein und verlässt ihn auf der anderen Seite als Glycerinaldehyd 3-Phosphat.